Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video auf meinem Kanal. Ich bin Leonie und wir sprechen heute über das Thema Minicut. Bedeutet, was ist überhaupt ein Minicut? Wie strukturiert man den? Wie sieht es da aus mit dem Defizit? Wie lange dauert das? Worauf muss man bei der Nährstoffzufuhr achten? All das werden wir heute besprechen und ich werde euch erklären, wie ihr für euch persönlich einen perfekten Minicut strukturieren könnt. Übrigens bin ich auch gerade auf dem Minicut, deswegen erreichen mich super viele Fragen zu der Thematik und ich dachte mir, wir fassen das Ganze ganz simpel und einfach und strukturiert in einem YouTube-Video zusammen. Davor gibt es noch eine wichtige Info und zwar gibt es dieses Wochenende von Samstag bis Dienstag, also vom 17.12. bis zum 20.12. eine richtig dicke Aktion bei Rocket Nutrition und zwar wird es 20% auf alle No Whey Bars geben. Ich bin ein absolutes Riegelmonster, ich liebe Riegel und wenn sie dann auch noch vegan, kollagenfrei und so geil sind wie die No Whey Bars, dann kann ich nicht nein sagen. Und mit meinem Code Leonie könnt ihr dieses Wochenende da fast 30% sparen. Also es ist eine richtig, richtig fette Aktion, da solltet ihr auf jeden Fall am Start sein und ich mache übrigens auch ein Gewinnspiel dazu. Mehr dazu erfahrt ihr auf meinem Instagram und jetzt starten wir rein. By the way, ich habe hier eine kleine Präsentation, deswegen schaue ich ab und zu nach unten. Ich habe hier meinen Laptop am Start, damit ihr das Ganze nicht nur hört von mir, sondern audiovisuell aufnehmen könnt und das Maximum davon rauszieht. Ja, erstmal starten wir mit einem ganz kleinen Diät-ABC. Also überhaupt nochmal eine Definition davon, was ist eine Diät und wie macht man das? Eine Voraussetzung für eine Abnahme, also in diesem Fall gehen wir natürlich von einer Körperfettabnahme auf, ist ein Kaloriendefizit. Das bedeutet, der Körper verbraucht mehr Energie, als ihm zur Verfügung gestellt wird, in Form von Essen, logischerweise. Und daraus resultiert dann eben ein Kaloriendefizit. Dabei geht man davon aus, dass ein Kilo Fett, das man abnimmt, ungefähr 7000 Kalorien im Defizit entspricht. Bedeutet, wenn du an einem Tag theoretisch 7000 Kalorien weniger essen würdest, als du verbrauchst, würdest du ein Kilo Fett abbauen. Ist in der Realität nicht so umsetzbar, aber so ist die Theorie. Das teilt man dann halt über einen längeren Zeitraum auf. Voraussetzungen für eine Diät sind auf jeden Fall, dass der Grundbedarf bekannt ist. Also ihr müsst wissen, was ihr an Energie verbraucht. Ihr braucht grobe Kenntnisse über die Makronährstoffe, das bedeutet Eiweiß, Kohlenhydrate und Fett. Und idealerweise solltet ihr diese auch tracken. Das bedeutet, ihr solltet euer Essen abwiegen. Na, das erfordert natürlich, dass ihr vielleicht keine essgestörte Vergangenheit etc. habt, aber das ist das Ideal, was man für eine Diät generell braucht. Und man braucht natürlich auch das richtige Mindset, das heißt, es gibt nichts von wegen, ja, Montag bis Freitag esse ich clean und dann Samstag bis Sonntag wird gecheatet. Nein, nein, ihr braucht da wirklich ein richtig gutes Mindset, solltet diszipliniert sein und halt wirklich strikt daran glauben, euer Vorhaben zu erreichen. Must-Dos in der Diät sind auf jeden Fall eure Proteine zu decken und eure Trainingsintensität wirklich hochzuhalten, damit ihr halt den Reiz in der Muskulatur setzt. Außerdem braucht ihr dafür sehr viel Geduld, denn eine Diät, wie gesagt, passiert nicht einfach von heute auf morgen. Ihr werdet nicht von heute auf morgen 3 Kilo Fett abnehmen können, sondern das dauert halt einfach seine Zeit. Aber das ist auch gut so. Und den Fortschritt, den ihr währenddessen macht, den solltet ihr auch dokumentieren. Wie, das sprechen wir noch später an. No-Gos dabei sind auf jeden Fall schlechte Lebensmittelauswahl, denn je weniger ihr esst, desto mehr müsst ihr darauf achten, dass ihr auch wirklich qualitativ hochwertige Lebensmittel in euren Körper hineinschiebt. Okay, hört sich mir dann, ihr wisst, was ich meine, damit euer Körper natürlich auch daraus die notwendigen Vitamine, Mineralien etc. ziehen kann. Training skippen oder die Intensität verringern geht auf jeden Fall auch gar nicht, denn unser Ziel in der Minicut bzw. in der Diät generell ist es ja, Muskulatur zu erhalten, Körperfett abzubauen. Das heißt, es ist ein absolutes No-Go. Du musst deinem Körper signalisieren, hey, die Muskulatur wird noch gebraucht, bitte zieh die Energie, die du jetzt verbrennst, aus meinem Fett. Und deswegen ist das ein absolutes No-Go-Training zu skippen oder die Intensität zu verringern. Ist natürlich nicht gleichzusetzen mit Rest-Days machen, ja? Das sollte klar sein. Außerdem wollen wir kein exzessives Cardio machen. Das bedeutet, ihr steht jetzt nicht am Tag anderthalb Stunden auf dem Laufband, weil ihr unbedingt schnell abnehmen wollt, ja? Wir regeln das mit einem anderen Parameter an täglicher Aktivität, aber dazu kommen wir auch nochmal später. Ungeduld, auch ein absolutes No-Go, Leute. Ihr müsst wirklich darauf warten, dass euer Körper das Ganze annimmt und Step by Step daran gehen. Und ihr solltet, und das ist auch ganz, ganz wichtig, das ist mir früher auch nicht so leicht gefallen, am besten keine mentale Bindung an die Waage haben. Wenn ihr eine mentale Bindung an die Waage habt, dann wiegt euch in der Diät vielleicht einfach nicht, ja? Und arbeitet nur mit Progress Shots, dazu kommen wir wie gesagt später nochmal. Aber es wäre ideal, wenn ihr euch dabei nicht an die Waage bindet, vor allem weil Gewicht einfach absolut unaussagekräftig ist, wenn es darum geht, Körperfett abzubauen. Also klar, es ist ein Parameter, mit dem man das messen kann, aber Leute, schaut euch mal 10 unterschiedliche Menschen an, die 70 Kilo wiegen. Die werden aussehen wie Tag und Nacht. Die unterscheiden sich in jedem einzelnen Körpermerkmal und genau deswegen sollte man sich da mental und vor allem auch emotional nicht an das Gewicht binden. Und Stress, auch absolutes No-Go, in Form von psychischem Stress, sozialem Stress mit der Familie, aber natürlich auch physischer Stress in Form von zu wenig Schlaf oder zu viel Arbeit oder zu viel Bewegung. Na, das ist auf jeden Fall erstmal das Wichtigste und jetzt gehen wir weiter zum Minicut.
Was ist denn überhaupt ein Mini-Cut? Ein Mini-Cut ist im Prinzip nichts anderes als eine kurze, harte Diät. Dabei fährt man ein relativ hohes Defizit im Vergleich zu einer normalen Diät, weil man halt in einem möglichst kurzen Zeitraum möglichst viel Fett abbauen möchte. Dabei macht man den Mini-Cut oft in Form einer Unterbrechung des Aufbaus, um zum Beispiel wieder bessere Grundbedingungen zu schaffen oder sich vielleicht ein bisschen wohler zu fühlen, wenn man vielleicht zu viel Körperfett aufgebaut hat und sich einfach nicht mehr so gut fühlt in seinem Körper. Oder vielleicht, weil man auch, wie ich in meinem Fall, nicht mehr essen kann und einfach keinen Hunger mehr hat und deswegen sich das anbietet, mal ein bisschen weniger zu essen und eine Diät zu machen. Oft wird es aber auch benutzt, um so eine Vorbereitung auf die eigentliche Wettkampfdiät zum Beispiel zu machen. Das ist super verbreitet, wenn Athleten zum Beispiel einen höheren Körperfettanteil haben, dass sie den ersten Mini-Cut machen. Das nennt man dann auch einen Pre-Prep-Cut und dann fangen sie dann ein, zwei Monate später, nachdem der Cut vorbei ist, dann die richtige Diät an. Einfach, um erstmal die Bedingungen zu schaffen. Wie lange soll der Mini-Cut dauern? Er heißt Mini-Cut, das bedeutet, der darf natürlich nicht zu lang sein, aber das ist auch, wie gesagt, super individuell. Also es muss seinen Zielen angepasst sein und man muss halt schauen, okay, was sind überhaupt die Ziele und Erwartungen der Person, die einen Mini-Cut machen möchte. Man redet aber normalerweise von einem Zeitraum von ungefähr 2 bis 6 Wochen, so Maximum, ne? Alles darüber ist eigentlich schon eine richtige Diät. Mein Mini-Cut wird jetzt auch 8 Wochen dauern. Ja, kann man so oder so nehmen. Für mich ist es immer noch ein Mini-Cut, aber so wird es offiziell, sag ich mal, definiert. Je nach Körperfettanteil ist dann natürlich auch eine etwas längere Dauer möglich. Ich hatte jetzt zum Beispiel jetzt nicht so einen super hohen Körperfettanteil für eine Frau, ja. Aber je höher der Körperfettanteil ist, desto länger kann man natürlich auch den Mini-Cut machen, der sich dann irgendwann in eine lange Diät entwickelt. So lange sollte man ihn auf jeden Fall machen, wie sich das Defizit auch angenehm beibehalten lässt. Also wenn man merkt, okay, boah, nee, ich stecke jetzt hier wirklich auf allen Ebenen zurück, mein Körper leidet, dann macht man vielleicht lieber keinen Mini-Cut mehr mit dem gleichen Defizit, sondern wählt stattdessen eine Diät mit einem etwas geringeren Defizit, aber dafür über einen längeren Zeitraum, also das Ganze etwas sanfter angehen. Wie hoch sollte denn dabei das Kaloriendefizit sein? Wir haben ja jetzt schon darüber gesprochen, dass das Kaloriendefizit relativ hoch ist. Und ich habe auch schon erwähnt, dass je höher der KFA, desto höher auch das Defizit sein kann. Das liegt daran, dass der Körper dann halt erstmal viele Fettreserven hat, sozusagen, auf die er zurückgreifen kann. Und deswegen ist es auch nicht schlimm, wenn man dann am Anfang erstmal über einen längeren Zeitraum ein höheres Defizit fährt, weil der Körper halt auch diese Form der Energiequelle sozusagen hat, auf die er eben zurückgreifen kann. Das ist meine persönliche Ansicht, ja, das machen ganz viele Trainer nicht so, aber es ist eigentlich super, super wichtig, egal ob Mann oder Frau, dass man nicht unterhalb des Grundumsatzes ist. Zumindest nicht über mehrere Wochen und dann in dem Fall vielleicht sogar 1-2 Monate. Nicht unter dem Grundumsatz bedeutet, Grundumsatz ist das, was du liegend, wenn du nichts machst, an einem Tag verbrauchst. Das ist bei einer Frau ungefähr vielleicht so 1500 Kalorien, ich habe ja als Beispiel mal aufgeschrieben, eine 70 Kilo Frau mit 1600 Kalorien Grundumsatz, vorausgesetzt, sie hat ein bisschen Muskulatur. Das sollte man auf jeden Fall essen, um die Gesundheit zu wahren. Wenn es jetzt nicht um eine Wettkampfdiät oder um eine super ernsthafte Vorbereitung auf irgendetwas geht, dann sollte man auf jeden Fall darüber bleiben, um halt seine Gesundheit zu wahren und daraus wirklich auch eine nachhaltige Diät bzw. einen nachhaltigen Mini-Cut zu machen. Ja, das kann sich ganz, ganz schnell umkehren zu dem Auslöser einer Essstörung und deswegen bleibt lieber auf der sicheren Seite, esst mehr als euren Grundumsatz und ihr werdet davon langfristig profitieren. Außerdem gehört dazu auch kein zusätzliches Cardio. Ne? Also es ist jetzt nicht so, ihr esst 1600 Kalorien und dann, um auf die 1000 Kalorien Kalorienzufuhr zu kommen, macht ihr dann nochmal eine Stunde Cardio, weil dann habt ihr 600 Kalorien verbrannt. Nein. 1600 Kalorien zu euch führen und kein zusätzliches Cardio machen. Das Defizit darf natürlich aufgrund dieser kurzen Diätdauer höher sein. Ja, normalerweise spricht man immer von so ungefähr 20% Defizit. Sprich zum Beispiel bei, 3000 Kalorien, oh Gott, das muss ich rechnen, 2400 Kalorien wäre dann die Diät-Energiezufuhr sozusagen. Aber hier kann man ruhig niedriger gehen, je nachdem auch wie der Gesamtumsatz ist, also wie viel man normalerweise isst. Ne? Und das Ganze ist dann natürlich auch super abhängig von der Makronährstoffverteilung und vor allem auch von der notwendigen Proteinzufuhr, aber dazu kommen wir gleich nochmal. Nächste Frage, wie verteilst du deine Makronährstoffe? Also es gibt ja 3 unterschiedliche Makronährstoffe, wir haben Eiweiß, wir haben Fett und wir haben Kohlenhydrate. Und da gilt es erstmal an erster Stelle, habe ich ja gerade eben schon gesagt, wir müssen die Proteine saven. Also wir müssen den Muskelaufbau vorbeugen und das machen wir mit genügend Eiweiß und dem richtigen Reiz durch Krafttraining. Genügend Eiweiß bedeutet, ich würde empfehlen, mindestens 2,5
Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Das bedeutet, zum Beispiel bei einer Frau von 70 Kilo Körpergewicht würde die dann ungefähr 175 Eiweißgramm pro Tag essen. Ihr wisst Bescheid. Klar, ihr könnt auch zum Beispiel nur 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht wählen, aber das kommt auch da wieder auf euer Defizit an. Wenn ihr jetzt nur 1600, 1700 Kalorien esst, meinetwegen über ein paar Wochen, dann bietet es sich auf jeden Fall an, die Proteine nochmal ordentlich hochzuziehen, um einfach auf Nummer sicher zu gehen, dass der Körper halt nicht auf die Muskulatur als Energiequelle zurückgreift. Ja? Also 2,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht sollte auch realistisch sein, für jeden eigentlich zu erreichen. Also wenn du jetzt zum Beispiel als Frau meinetwegen 1800 Kalorien oder so isst auf einer Diät, ich habe da nachher auch nochmal ein Beispiel, dann sollten die 175 Gramm Eiweiß mit einem Shake am Tag auf jeden Fall eigentlich auch umsetzbar sein. Idealerweise verteilt man das Ganze dann auch auf unterschiedliche Mahlzeiten, damit die Proteinbiosynthese mehrmals am Tag stimuliert wird. Das wäre der Idealfall, also auf mehrere Mahlzeiten verteilen, ungefähr 3, so solltet ihr das machen. Eiweiß haben wir also geklärt, was ist denn mit den Fetten? Fette sind für ganz viele unterschiedliche Dinge im Körper zuständig. Übrigens sind Eiweiß und Fette die essentiellen Makronährstoffe, die wir unserem Körper zuführen müssen, also die sind überlebensnotwendig. Bei den Fetten gibt es dann nochmal essentielle und nicht essentielle, aber darauf gehen wir jetzt nicht ein. Und die Kohlenhydrate sind eigentlich nicht überlebensnotwendig. Auf jeden Fall werden die Fette zum Beispiel für so Dinge wie den Hormonhaushalt benötigt, aber auch ganz viele andere Prozesse im Körper. Und das ist super, super wichtig für eure Gesundheit in jeder Hinsicht. Und deswegen ist es auch absolut wichtig, dass ihr in der Diät genug Fett esst. Natürlich auch, wenn ihr nicht auf Diät seid, da auch auf hochwertige Fettquellen setzen. Aber in der Diät besonders wichtig, um so lange wie möglich den Hormonhaushalt mit unter anderem in Balance zu halten und dann nicht, wie mein Freund zum Beispiel in der Wettkampfdiät, dann als Mann auf einen Testowert von 0, irgendwas zu senken. Ja? Also auf Wettkampfdiät ist nochmal eine andere Nummer, aber Leute, das beansprucht euch wirklich in so vielerlei Hinsicht und deswegen solltet ihr auf jeden Fall darauf achten, als Mann mindestens so 0,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht zu essen und als Frau mindestens, wirklich mindestens 0,8 Gramm bis 1 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht zu konsumieren. Die Frauen sind da noch ein bisschen anfälliger, deswegen müssen wir da mehr Fette essen oder sollten wir es. Macht's bitte, ja, also nicht komplett auf Low-Fat, High-Protein-Diet setzen, sondern gönnt euch wirklich die Fette, die sind wichtig für euch. Und die Kohlenhydrate, die nehmen wir dann zum Auffüllen unserer Kalorien. Also wir rechnen dazu auch gleich nochmal ein Beispiel durch, aber die brauchen wir sozusagen zum Auffüllen der Kalorien, die wir dann konsumieren. Und auch an der Stelle sei nochmal gesagt, es ist natürlich super wichtig, dass ihr nicht einfach dann, wenn ihr sagt, ich habe noch 1800 Kalorien an einem Tag, dass ihr dann einfach ja, 2 Donuts zum Frühstück und dann zwischendurch noch 3 Proteinriegel und dann am Abend aber irgendwie 500 Gramm Tofu mit einen Proteinshake trinkt oder so, ja, sondern wählt wirklich qualitativ hochwertige Lebensmittel aus und auch diversifiziertes Essen. Das bedeutet, darunter sollten sich mindestens 300 Gramm Obst und aber auch 600 Gramm Gemüse befinden, Minimum, ja, mehr ist immer besser in dem Fall, aber darauf solltet ihr wirklich achten, auch halt, um in der Diät einfach nicht krank zu werden und darauf zu achten, dass euer Körper genug Nährstoffe bekommt. Wie gestalten wir Training und Aktivität? Vorhin hatte ich ja schon gesagt, wir ändern unser Training nicht, aber warum denn überhaupt nicht? Und worum geht es da? Unsere Priorität ist hier, wie gesagt, die Trainingsintensität und der Trainingsreiz, der auf die Muskulatur eingewirkt wird sozusagen, muss beibehalten werden. Warum? Wenn der Körper sozusagen das Signal bekommt oder eben nicht das Signal bekommt, dass die Muskulatur gebraucht wird, weil wir regelmäßig damit arbeiten, dann greift er halt gerne mal darauf als Energiequelle sozusagen zurück. So kann man sich das ungefähr vorstellen. Ja? Und deswegen ist es wichtig, dass wir weiterhin diesen Reiz setzen. Deswegen gibt es auch keine Änderung des Trainingsplans. Man macht nicht auf einmal die doppelte Anzahl an Wiederholungen, weil das irgendwie für Fettverbrennungen sorgen würde oder so, sondern man behält das genauso bei wie davor und versucht wirklich seine Kraftwerte oben zu halten. Außerdem gehört dazu, dass wir auch die Alltagsaktivität konstant halten. Zum Beispiel setzen wir uns, statt Cardio zu machen, ein tägliches Schritteziel. Ich habe momentan beispielsweise 8000, vielleicht werden die noch erhöht, damit ich ein bisschen mehr verbrenne. Vielleicht werden die aber auch, wenn ich eine besonders stressige Zeit habe, einfach mal ein bisschen weniger hochgesetzt. Und das sollte ich ungefähr so zwischen 6.000 und 12.000 Schritten festlegen. Es kommt natürlich auch wieder darauf an, was macht ihr beruflich, was ist eure Alltagsaktivität so oder sowieso. Aber solange es sich dazwischen befindet, ist das schon mal ein ganz guter Maßstab. Ich würde nicht darüber gehen, weil das dann wiederum einen zusätzlichen Stressfaktor für den Körper bedeutet. Genauso wie es zusätzliches Cardio auch tun würde, weswegen wir das natürlich minimieren und vermeiden wollen. Jetzt stellt sich natürlich noch die Frage, wie dokumentieren wir denn unseren Fortschritt? Ich habe letztens oder gestern erst von einem Mädel eine Nachricht bekommen, die hat gesagt, ey Leonie, ich bin seit 3 Wochen auf Diät und ich sehe einfach nichts. Es tut sich nichts an meinem Körper, es verändert sich nicht. Und ich habe sie erst mal gefragt,
A, wiegst du dich? B, machst du wöchentliche Formfotos? Das ist so, so wichtig. Denn jeder, der mal eine Diät hat, der weiß Bescheid, nach ein paar Wochen oder nach ein paar Tagen kickt da sowas von die Body-Dysmorphie, also die Körper-Dysmorphie rein. Bedeutet, man nimmt sich in seinem Körper nicht mehr so wahr, wie man eigentlich ist, sondern man sieht hier zu viel Fett und da zu wenig Muskeln und man hat einfach kein realistisches objektives Bild von sich selbst. Und das ist ein Problem, denn da landet man ganz, ganz schnell in der Essstörung und hat das Gefühl, oh Gott, ich muss jetzt nochmal Kalorien reduzieren und noch eine Stunde Cardio on top, weil ich nehme ja nicht ab. Und genau deswegen, bitte, wenn ihr damit umgehen könnt, wiegt euch täglich, gibt da nicht zu viel drauf, aber wiegt euch täglich, damit ihr dann vielleicht auch so einen Graphen irgendwann mal erstellen könnt und den großen Überblick habt, nehme ich denn überhaupt ab? Ja? Das aber, wie gesagt, nicht bei emotionaler Bindung an Zahlen, das ist eine schwierige Nummer, aber wenn ihr es könnt, dann macht es bitte einfach der Dokumentation wegen und macht auf jeden Fall wöchentliche Formbilder. Immer unter denselben Bedingungen, damit da nichts verfälscht werden kann. Licht, Posing etc. macht sehr, sehr viel aus. Also schaut wirklich, dass euer Outfit gleich ist, dass die Uhrzeit gleich ist, beziehungsweise dass ihr zum Beispiel davor halt groß auf Klo wart, ne, jedes Mal. Die Posen sollten dieselben sein, die Lichtquelle, wie gesagt, und auch der Ort, damit wirklich alles stimmt und ihr ganz, ganz objektiv sagen könnt, da hat sich was getan oder da hat sich eben nichts getan. Ja, das wird es euch die ganze Sache viel, viel leichter machen. Genau deswegen macht das auch eigentlich jeder, der bei einem Coach ist, weil es einfach super wichtig ist, um Daten zu sammeln. Apropos Daten sammeln, das könnt ihr in Apps machen, wie zum Beispiel, mir fällt gerade keine ein. Ich glaube, bei MyFitnessPal kann man auch sein Gewicht dokumentieren beispielsweise, aber ihr könnt auch bei der Apple Health App, die auch zum Beispiel eure Schritte zählt, da könnt ihr auch euer Gewicht eintragen zum Beispiel. Oder ihr könnt, wie ich, also beziehungsweise wie mein Coach Lukas, der mir das zur Verfügung gestellt hat, auch eine Excel-Tabelle anfertigen, wo ihr halt eure eigens ausgewählten Parameter eintragt, wie zum Beispiel Sättigungsgefühl, Essenszufuhr, also Energiezufuhr, Stimmungslage etc., Menstruation bei Frauen und dann eben im Nachhinein auswerten könnt, was ist denn da eigentlich passiert und wieso habe ich zum Beispiel an dem einen Tag 500 Gramm mehr Gewicht gehabt? War es vielleicht, weil ich meine Tage bekommen habe oder ähnliches? Das solltet ihr auf jeden Fall machen, damit ihr nicht den Überblick verliert und euch da auch nicht verrückt macht. So, jetzt rechnen wir noch ein Beispiel durch und zwar nehmen wir die Luna. Luna wiegt 70 Kilo, ist ziemlich sportlich und hat einen durchschnittlichen Gesamtbedarf von ungefähr 2500 Kalorien bei 8000 Schritten am Tag. Das heißt, die trainiert vielleicht jetzt so viermal die Woche, isst jeden Tag 2500 Kalorien, weil es ihr durchschnittlicher Gesamtbedarf ist. Das bedeutet, das ist alles, was sie an einem Tag verbraucht, inklusive Training, inklusive der Alltagsbewegung in Form von 8000 Schritten, alles zusammengerechnet. Ja? Und Lunas Ziel, es ist jetzt 3 Kilo abzunehmen. Erinnert euch, vorhin haben wir gesagt, 1 Kilo Fett bedeutet 7000 Kalorien im Defizit muss man sein. Also mal 3, da wären wir dann bei 21.000 Kalorien Defizit insgesamt. Hört sich jetzt erstmal super viel an, aber glaubt mir, so viel ist das gar nicht. Luna ist eine Frau, das bedeutet, wir gehen hier von einer wirklich minimalen Kalorienzufuhr von 1600 Kalorien aus. Wir wollen aber nicht ganz so tief gehen, weil es hier nicht, um nichts Ernstes geht, sondern Luna will einfach nur 3 Kilo abnehmen. Ja, nichts. Nothing serious. Und deswegen wählen wir eine Mini-Energiezufuhr von 1800 Kalorien. Das bedeutet, wenn sie am Tag normalerweise 2500 Kalorien verbraucht, dann sind wir jetzt 700 Kalorien im Defizit täglich. Wenn wir das Ganze jetzt verrechnen mit den 21.000 Kalorien Defizit, die wir langfristig brauchen, um unsere 3 Kilo Fett abzunehmen, dann sind wir insgesamt bei einer voraussichtlichen Dauer von 30 Tagen. Das kann man natürlich nie so genau vorhersagen. Ja? Das sind alles Zahlen auf Papier und wir sind halt einfach keine Zahlen, wir sind Menschen. Da läuft immer irgendwas anders und das ist auch gar nicht schlimm, aber das ist einfach ein grober Richtwert, an dem man sich halten kann und bei dem man schon mal weiß, okay, mein Ziel ist es jetzt, 30 Tage Diät zu machen mit einem Defizit von 700 Kalorien täglich. Daran hält sich Luna und die berechnet jetzt erstmal ihre Makronährstoffe. Und zwar haben wir ja vorhin gesagt, Eiweiß mindestens 2,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Naja, was heißt mindestens? Mindestens 2. Also das ist wirklich das unterste Minimum, ja? Aber sie macht 2,5, weil sie smart ist. Und da haben wir dann insgesamt 175 Gramm Eiweiß, die sie pro Tag konsumiert, natürlich auf unterschiedliche Mahlzeiten aufgeteilt. Fette, auch da bleiben wir ein bisschen höher. 70 Kilo mal 0,8 bis beziehungsweise 1 wären dann 56 bis 70 Gramm. Wir gehen mal auf die 60 Gramm Fett, denn sie macht ja nur 30 Tage Diät. Das heißt, es ist jetzt nicht so schlimm, wenn sie da ein bisschen niedriger liegt. Und die Kohlenhydrate benutzen wir, um das Ganze aufzufüllen. Wie rechnen wir das jetzt aus? Also, die Makronährstoffe Eiweiß, Fett und Kohlenhydrate haben auch Kalorien. Ja? Also 1 Gramm Eiweiß, was jetzt zum Beispiel irgendwo drin enthalten ist, meinetwegen einem Keks,
Ein Gramm Eiweiß hat 4,1 Kalorien. Genauso ist es bei den Kohlenhydraten. Ein Gramm Kohlenhydrat, also ein Gramm Carbs, hat auch 4,1 Kalorien und ein Gramm Fett hat 9,3 Kalorien. Und genauso rechnen wir das jetzt aus. Wir nehmen jetzt die Werte, die wir davor hatten, von Eiweiß und Fetten, also 175 Gramm Eiweiß, multiplizieren das mit 4,1, dann haben wir 717,5 Kalorien, multiplizieren auch unsere Fette mit dem Kalorienwert, den ich gerade gesagt habe, der pro Gramm Fett gilt, das wären 9,3 und da haben wir dann 558 Kalorien, die sie täglich in Form von Fett zu sich nimmt. Und jetzt rechnen wir das Ganze zusammen. Und da kommt dann raus, dass sie insgesamt von ihren 1800 Kalorien, die wir ja gewählt haben als tägliche Zufuhr, noch 524,5 Kalorien übrig hat. Also 525, sagen wir es mal so. Und das müssen wir jetzt wiederum auf die Kohlenhydrate ausrechnen. Das bedeutet, wir rechnen das Ganze wieder durch 4,1 und dann kommt dabei raus, dass wir ungefähr noch 128 Gramm Kohlenhydrate übrig haben. Das ist nicht viel, aber wie gesagt, Kohlenhydrate sind auch nicht essentiell. Und bei so einer kurzen Diätdauer ist es auch gar nicht schlimm. Da wird man vielleicht am Anfang sich ein bisschen energielos etc. fühlen, aber der Körper gewöhnt sich auch daran. Und wie gesagt, wichtiger ist es, dass wir Eiweiß und Fette gedeckt haben. Was macht jetzt Luna mit diesen Werten? Also sie isst jetzt täglich ihre 1800 Kalorien und sie behält vor allem auch ihr Aktivitätslevel von 8000 Schritten am Tag bei, führt fleißig weiter ihren Trainingsplan durch, genauso wie davor. Meinetwegen macht sie Push-Pull-Beine oder so. Zieht das genauso durch, wie sie es davor getan hat. Ihre Makros sind jetzt 175 Gramm Protein, 60 Gramm Fett, 128 Gramm Carbs und sie dokumentiert täglich ihr Gewicht und ihre Energiezufuhr mithilfe von MyFitnessPal und wöchentlich macht sie immer am selben Spot neben ihrem Sofa ein Foto in 4 unterschiedlichen Posen, um ihren Fortschritt zu dokumentieren und sich nicht verrückt zu machen. Und nach 4 Wochen Diät, idealerweise, ist dann ihr Ziel erreicht. Tja Leute, das war's schon mit der Erklärung zum Mini-Cut. Ich hoffe, das war euch ausführlich genug und ihr wisst jetzt genau Bescheid, wie ihr euren eigenen Mini-Cut strukturieren könnt und an diese ganze Sache herangeht. Ihr könnt mich natürlich unterstützen, wie immer, und bekommt im Gegenzug die besten veganen Subs, die es gibt, und zwar zum besten Preis mit dem Code Leonie bei Rocker Nutrition. Vergesst nicht, dieses Wochenende gilt ja die Riegelaktion, das heißt, da könnt ihr ordentlich zuschlagen und auch Strong mit Kreatin, Ashwagandha, Vitaminen, Mineralien und ganz vielen wichtigen Stoffen. Kommt auch dieses Wochenende wieder zurück. Das heißt, da könnt ihr richtig, richtig zuschlagen und mit meinem Code Leonie nochmal zusätzlich sparen. Ich danke euch von Herzen für den Support und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Kommentar da. Falls ihr es noch nicht gemacht habt, natürlich auch ein Abo. Und ich freue mich natürlich auch sehr über ein Like, einfach damit ihr mir signalisiert und damit ich Bescheid weiß, ob es euch gefallen hat. Dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Ich freue mich auf eure Kommentare und bis dann.